So, willkommen wieder zu Let's Play Cinemora. Heute machen wir Stage 3. Wir haben Stage 2 in der letzten Folge fertig gemacht. Stage 3 wird hier Eyeborg oder Eyeborg Factory genannt. Wir gehen jetzt direkt rein. Schwierigkeitsgrad normal. Storyintern wird das hier Chapter 2 genannt. Das heißt also, gleich kommen mal wieder so ein paar Texte als Intro. Past and Future, bla bla bla, wir machen es weg, hatte ich ja schon mehrfach erklärt. Jetzt kommt Stage 3a, gibt also mehrere Teile, ich mache wieder einen Teil davon fertig. Neue Landschaft. Ja, Felsen, Lava und die Fabrik hier. Sehr, sehr cool sieht das aus. Ich bin Durak, ich habe noch keine Kontrolle, noch nicht. Zu, aber ich glaube, ja, da kommt schon was auf mich zu. Da darf ich gleich wahrscheinlich feuern. Noch habe ich keine Kontrolle. Jetzt. Wow, und direkt ballern diese Dinge auf mich. Eins davon habe ich schon kaputt gekriegt. Oh, den oberen hätte ich schon kaputt haben können. So, den habe ich kaputt. Den unteren habe ich auch kaputt. Soweit ich sie mitbekommen habe, wurde ich kein einziges Mal getroffen. So, willkommen durch. Willkommen. Wir gehen hier durch so eine Tür und das wird jetzt so ein bisschen Mission Impossible-mäßig. Ich muss diese Dinger scheinbar kaputt machen. Ich kämpfe mich mal so ein bisschen. Oh. Ein bisschen vor. Er hat sich gerade eine Tür geöffnet. Nein! Ich konnte keine Punkte mehr holen. Und jetzt geht's direkt hier weiter. Ich bin gespannt. Scheiße, das wieder. Da muss ich mal unbedingt mal hier die Time-Funktion verwenden. Eigentlich sollte man da ja mit eher sparsam umgehen. Ich habe sie jetzt dringend gebraucht. Das sind echt im Vergleich zu den anderen Levels mehr Objekte. Ich wollte auch mehr Power-Ups. Ich kann mich gerade überhaupt nicht einschätzen, ob ich gut oder schlecht bin. Aber ich habe eher das Gefühl, schlecht, weil ich ziemlich oft getroffen werde. Ist aber auch krank, das Level, so ein bisschen. Da war das andere dagegen alles noch sehr gediegen. Da kommt immer noch was. So, Zeit stabilisiert. Scheinbar haben wir doch irgendwas hingekriegt. So. Es geht weiter. Das war gerade Action. So, ich habe Kontrolle. Bam! Geile Explosion. So. Power up verloren. Aha, scheinbar komme ich hier durch diese Dinger nur durch, wenn ich mit diesem ganzen Dreck fliege. Ich verliere meine ganzen Power-Ups und so. Bitter. Okay, ich habe es aber geschafft. Und bin jetzt in irgendeinem Kanal. Zeit wieder stabilisiert. So. Und wir kriegen wieder Besuch. Alloy Selector Spider. Scheiße. Ich habe die Sub-Pad noch gar nicht versucht. Die könnte man mal jetzt an der Stelle anwenden. Was macht dieses Ding? Kommt direkt auf mich zu hier. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo ich es treffen muss. Ah, an den Beinen, im Gesicht, überall. Nochmal Sub-Pad, komm hier. Da geht ja gar nichts. Das ist ja scheiße, das Ding. Was sind die Beine kaputt? Nochmal die Beine. Was macht denn das? Immer, dass es auf mich zufliegt. Da habe ich doch gar keine Chance. Kopf ist kaputt. Was kommt denn da oben jetzt auch noch? Ich habe gar keine Ahnung. Jetzt ist es schon wieder auf den Kopf. Nochmal die Zeitfunktion hier angewandt. Komm schon, geh kaputt. Ah, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier machen. Schon wieder auf den Kopf. Komisches Viech, Mann.
Oh Mann, ich verliere immer wieder mehr Zeit. Und jetzt nochmal, habe ich gar nicht. Habe ich doch Zeit? Ich habe keinen. Scheiße, Mann, geht jetzt kaputt. Geh kaputt. Nochmal 28 Sekunden dazu bekommen. Das war schlecht, das war schlecht. Und jetzt wohin? Wohin denn? Freunde, wohin? Jetzt haut er ab, der Kleine. Oh, er hat uns sein Hinterteil zugekehrt. Ich werde verdammt oft gerade getroffen. Scheiße, das konnte dir ja nicht gut gehen. Verdammt. Das heißt also nochmal sich diesen Gegner hier stellen. Boah. Naja, jetzt wehe, jetzt kommt wieder die Ansage. Ah, jetzt haben sie ja gut programmiert. Wir wissen ja jetzt, wer er ist. Also, ich spiele das nicht gut. Ah ja. Subweb mal auspacken hier einfach. Ey, man weiß aber auch nicht so genau, woher kommt das. Woher ballert der Typ genau gerade? Was muss ich treffen? So, das eine Bein muss doch jetzt im Arsch sein. Oh, dieses immer, dass der auf mich zukommt, das macht mich fertig und das nervt mich. Und was soll man denn dagegen machen? Und der ist eh wieder auf mich zugerannt. So, komm mal, frontale Treffer. Nochmal. Oh, jetzt rennt er wieder auf mich zu. So. Ich habe keine Subweb mehr. Okay, der haut wieder ab. Gleich gibt's das Hinterteil. Ich sehe gar nicht. Wow. Was ist das? Wow. Ich sehe überhaupt nicht, wie viel ich dir danach abziehen muss. Scheinbar hat das gereicht. So. Was muss ich denn jetzt machen? Oh nö. Das erinnert mich an die Minen. Moment, raff ich noch nicht. Das Ding ist kaputt. Puh, das war anstrengend. Also ich bin solche Genres überhaupt nicht gewohnt. Und das war's, das war's also wieder. Jetzt kommt wieder hier was Komisches, wieder Stage 4, wie die machen. Also irgendwie haben entweder was hier falsch, komplett falsch im Spiel gemacht. Ich bleib dabei, das ist für mich Stage 3B. Ja, ich beende die Folge, ich mach direkt weiter. Ich bin jetzt gerade das Gefühl, ich sollte weitermachen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, wenn es dann um Stage 3B geht. Bis demnächst.